Ein Gewaltvideo eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung. Kadir ist 15 Jahre alt, boxt gern in seiner Freizeit, doch in dieser Situation zog er den Kürzeren. Weil er mit einem E-Roller auf dem Gehweg fuhr, hielt ihn ein Beamter an. Der Teenager konnte sich nicht ausweisen, seinen Namen wollte er aber auch nicht nennen. Als er nach einer halben Stunde immer noch nichts sagen wollte, kamen sieben Beamte dazu. Er sollte sie zur Wache begleiten, doch er weigerte sich. Die Beamten gingen auf ihn los. Gemeinsam drückten sie ihn zu Boden, Pfefferspray wurde eingesetzt. Eine Passantin filmte den Einsatz. Boden lag, habe ich Atemprobleme bekommen. Ich habe auch Asthma. Und dann war halt ein Polizist mit seinem Knie im Halsbereich. Nach Bildinformationen wurde gegen Kadir bereits 5-mal polizeilich ermittelt, unter anderem wegen Körperverletzung und Diebstahl. Gegen den 15-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet. Das Einschreiten der Polizeibeamten wird vom Dezernat interne Ermittlungen überprüft.